Ich darf Sie sehr herzlich zum IT-Welts Roundtable Cloud Security begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Franz. Ich bin von der Redaktion IT-Welt.at und auch Chefredakteur der Sonderpublikation Transform, wo es, der Name verrät es, um die digitale Transformation geht. Ich habe nun die Freude und Ehre, folgende Expertenrunde vorzustellen. Zu meiner Rechten Markus Hirsch, Manager System Engineering Austria bei Fortinet und auch Gastgeber der heutigen Veranstaltung. Vielen Dank, dass wir heute hier in den Räumlichkeiten von Fortinet sein dürfen und Wienerberg. Zu seiner Rechten Mario Friedl, ist Geschäftsführer von MIT Security, powered by Seven Freaks IT. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Frederik Hadjari ist Cluster Manager von IT Cluster Oberösterreich, Business Upper Austria der Oberösterreichischen Wirtschaftsagentur. Und last but not least Wolfgang Zuser, in einer doppelten Rolle, und zwar als Projektmanager bei Antares, und zwar Projektmanager für Infrastruktur- und Security-Projekte und bei Ecosol Produktmanager einer Protokollierungslösung bei Ecosol, wie gesagt. Das Thema der heutigen Veranstaltung ist Tatort Cloud auf dem Weg zu einer intelligenten, umfassenden Cloud-Security-Lösung. Bevor wir mit der Diskussion beginnen, würde ich gerne eine Vorstellungsrunde voranstellen. Es geht darum, das eigene Unternehmen ein bisschen zu skizzieren, Aufgabenbereiche. Die Eingangsfrage lautet: Was verbindet Sie mit dem Thema Cloud Security und welchen Aspekt finden Sie am spannendsten? Markus? Ja, danke, dass ihr wieder den Weg zu uns hier auf den Wienerberg gefunden habt. Mein Name, wie gesagt, Markus Hirsch. Ich bin jetzt seit 15 Jahren bei der Fortinet in Österreich, fast die ganze Zeit für Österreich tätig. Fortinet ist, ich sage mal, einer der zwei, drei großen Pure Security-Hersteller weltweit. Und Security ist in der Cloud genauso das Thema. Also Cloud ist so das nächste große Thema, denke ich, die unerforschten Weiten, die wir in Österreich zum Teil noch ja, betreten müssen. Und bei Cloud ist auch immer das Thema, welche Cloud? Also wenn die Kollegen zu mir kommen und sagen, ah du, da müssen wir über Cloud Security reden, auf gut Wienerisch kommt dann die Rückfrage, welcher, ne? Also welche Cloud, welche Security? Da gibt es einfach ganz viele Aspekte, die sehr unterschiedlich sind, wo wir eben schon unterscheiden müssen, reden wir über Software as a Service, also nutze ich jetzt Office 365 oder nutze ich irgendwelche Plattformen, auf denen meine Rechner laufen, quer durch die Bank. Und da muss man einfach schon sehr stark unterscheiden und das ist so der erste große die erste große Einstiegshürde in Gespräche. Mit Kunden gelingt es mir normalerweise sehr gut, dass ich zuerst einmal abstecke und sage, okay, worüber redet man denn jetzt wirklich? Gerade mit Kollegen passiert es mir oft, dass ich irgendetwas annehme und der Kollege nimmt irgendwas anderes an und nach 10 Minuten spricht kommen wir einander drauf, vorbei. wir reden komplett aneinander vorbei. Dann gehen wir mal hier eine Runde um unseren Büroblock und fangen dann nochmal von vorne an. Ja. Also Begriffsklärung wird eines der Ja, Punkte sein, wenn ein man ganz sagt, wichtiger Punkt. was ist überhaupt Ja. intelligent, was ist eine Cloud-Lösung und welche Cloud und so weiter. Vielen Dank für das erste Statement, Mario. Mario, ich darf bitten, dein Unternehmen kurz vorzustellen. Du bist Geschäftsführer von MIT Security in Salzburg. Richtig, Was genau. und wer sind die Kunden? Was macht sie? Seit wann gibt es das Unternehmen? Das Unternehmen gibt es seit 2016 und es hat sich relativ rasch herauskristallisiert, dass das Thema Security immer wichtiger wird. Darum auch die Marke MIT Security. Da können auch die Menschen, die Kunden mehr damit anfangen. Ja, der Schwerpunkt geht immer mehr in diese Richtung, sei es jetzt on-premise, also vor Ort beim Kunden, das Thema Sicherheit zu verstärken und auch das Bewusstsein zu schaffen und zu wecken, wie dringlich das Thema eben behandelt werden sollte und wie sträflich es sich dann auch auswirkt, wenn man das Thema vernachlässigt. Aber natürlich auch die Cloud ist immer mehr das Thema. Zum Teil wird es vom Kunden gewünscht, dass man Dinge in die Cloud verlagert oder wie wir schon gehört haben, Software as a Service ist natürlich auch schon bei so gut wie jedem Kunden in irgendeiner Art und Weise im Einsatz. Stichwort Microsoft, also so gut wie jeder Kunde wird irgendwas davon nutzen. Und ja, was natürlich da ein Riesenthema ist,
und das werden wir heute eh besprechen, ist das Thema Security auch im Bereich der Cloud-Lösungen. Auch hier gibt es Defizite, die natürlich auch besprochen werden sollen und in Zukunft auch verbessert werden sollen, damit man diese vielen coolen Features, die uns die Cloud-Technologie ermöglicht, auch weiterhin nutzen können, ohne dass man immer ein schlechtes Gewissen hat oder Angst haben muss, was ist jetzt mit meinen Daten gerade los oder ist da schon wieder ein Hacker irgendwo drinnen? Mhm. Und das ist so, das ja, ist ein wichtiger Punkt. Mario, vielen Dank. Frederik, ja. Ich glaube, Security ist ein großes Schwerpunktthema. Genau. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, Frederik Kadiari, ich bin der Leiter vom IT-Cluster, mittlerweile seit 2 Jahren von der Standardagentur vom Land Oberösterreich. Und wir als IT-Cluster, wir haben momentan 191 Partner. Und das sind natürlich Unternehmen in der digitalen Transformation zu Hause. Aber wir denken den IT-Cluster oder die digitale Transformation total branchenübergreifend. Das betrifft die Industrie von einem Stahlunternehmen genauso bis zu einem, der in der Lebensmittelbranche einfach tätig ist. Und diese Unternehmen haben Sorgen, wie es mit den Daten zukünftig umgehen oder wie ist die Sicherheit des Unternehmens dann behaftet. Und da setzen wir als IT-Cluster einfach an und arbeiten da mit unseren Experten zusammen. Wir haben bei uns im Netzwerk so roughly 40 Unternehmen, die sich rein um das Thema IT-Security auch beschäftigen. Und wir haben ja vorher gesprochen, die Angriffe werden immer mehr. Die Unternehmen müssen sich da wirklich auf das vorbereiten. Wir haben nebenbei noch die NIS 2, die auf uns zukommt, die auch ein großes Fragezeichen ist, wo die Unternehmen dann auch natürlich dann abgedatet werden wollen. Und wenn wir uns das Thema Cloud Security hernehmen, dann ist das ein spannendes Thema an sich. Wir haben die IT-Security, und du hast es gesagt, vor Ort früher gehabt. Die Unternehmen wollten wissen, wie können sie die Daten schützen. Zukünftig ist das in der Wolke, in der Cloud. Und das ist einfach ein neues System. Das sind neue Paradigmen, die man genau wissen soll. Wie kann man dann auch gewährleisten, dass die Daten sicher sind? Und da glaube ich, können wir als IT-Cluster auch unterstützen, nämlich mit Erfahrungsaustauschrunden, dass wir die Unternehmen zusammenbringen. Wir haben das Thema Kommunikation schon heute gehört. Die Leute müssen auch reden, hey, wie ist das so? Und über Angriffe redet man halt nicht gern. Und da setzen wir an Schulungen, Erfahrungsaustausch. Und das sind unsere Themen. Absolut. Frederik, vielen Dank. Antares, Icosol. Security ist ein Riesenthema aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Kannst du das kurz skizzieren, welche das sind? Ja, ich bin heute ja in Doppelrolle da. Einerseits für die Antares. Wir sind ein mittelständischer Dienstleister aus dem schönen Mostviertel an der Grenze zu Oberösterreich. Spezialisiert auf Beratungsdienstleistungen, auch Projektumsetzungen und vor allem stark zunehmend Managed Services im Bereich Security. Und andererseits für Icosol, ein Schwesterunternehmen der Antares, mit einem kleinen, aber feinen Produktportfolio im Bereich Sicherheit, Protokollierung und auch Business Kontinuität Management. Mit diesen mehreren Hüten und Perspektiven und Rollen, die ich auch in Projekten wahrnehme, bis hin zur Erbringung von Protokollierungsprojekten, sehe ich einfach immer dieses Spannungsfeld zwischen einerseits der Infrastruktur, der Technik, die bestimmte Funktionalitäten erbringen muss, gewährleisten muss, und Ansatz der Security, die versuchen muss, das auch sicher zu machen, was natürlich einen unmittelbaren Impact auch auf die Funktionalität für gewöhnlich hat, indem sie diese limitiert, ja, oder unbequemer macht, für gewöhnlich für den Anwender im Speziellen. Und das wird mit der Cloud nicht einfacher, die ganze Story. Ja. Diese Abwägung zwischen, was will ich an Funktionalität, in welchem Tempo will ich diese Funktionalität in ein Projekt bereitstellen können, und was muss ich beachten, um auch sicher zu bleiben, beziehungsweise auf was muss ich verzichten, um sicher zu bleiben. Wir machen doch viele Projekte auch im Bereich der kritischen Infrastruktur. Dort ist Cloud natürlich auch ein Thema, weil man sich mit dem Thema schlicht und einfach beschäftigen muss, rein aus kommerziellen Gründen unter anderem, ja. Dort ist die Tendenz momentan noch vorsichtig. Ja. Also das kommt man meistens zum Schluss, Cloud ist noch nicht das Thema für diese Projekte, für diese Umgebungen, für diese Plattformen, schlicht einfach, weil es Vorbehalte gibt oder weil es auch darstellbare Limitierungen und Sicherheitsbedenken gibt. Insofern ist man dort langsam unterwegs, was das Thema betrifft. Aber es wird diskutiert. Ja. Die Aspekte werden dargestellt, abgewogen und dann eine Entscheidung getroffen. Wunderbar. Wolfgang, vielen Dank für das Statement. Auch vielen Dank, dass Sie gekommen sind von Wienerberg. Wir wollen ja ein bisschen den Weg skizzieren, wie man zu einer optimalen
sicher nicht hundertprozentigen Lösung gibt, sind es nicht finanzierbar, aber zu einer möglichst guten Lösung kommt. Aber bevor man beginnt, diesen Weg zu beschreiben, glaube ich, muss man mal wissen, wo steht man überhaupt? Womit sind Unternehmen konfrontiert? Ich glaube, da hat der Vorteile ja relativ viele Studien gemacht. Aktuelles Bedrohungsbild, wie sieht das aus? Man sagt ganz allgemein, Quantität und Qualität steigen, was schon heute erwähnt worden ist. Wie sehen das die Kunden von Fortinet und Fortinet selber? Wie würdest du jetzt diese aktuelle Situation in Österreich jetzt besonders beschreiben? Obwohl Österreich ja keine Insel ist, genau, deswegen, sondern eingebunden ist in einen allgemeinen Bedrohungsszenario. Genau, also von den Bedrohungen her sehe ich eigentlich zwei wesentliche Stoßrichtungen. Die eine ist eben sehr gezielte Angriffe auf eher größere Unternehmen, mhm, wo es auch jetzt aus Angreifersicht Sinn macht, mehr Ressourcen und Vorarbeit reinzustecken, weil der Ertrag höher ist. Und dann gibt es halt die Spray and Pray, wie sie so gern genannt, mhm, werden, also die breit gestreuten Angriffe, wo man halt jetzt gar nicht zielgerichtet, und ob der Unternehmensname jetzt richtig ist und ob der Bank Austria richtig draufsteht oder die Raiffeisenbank richtig geschrieben ist oder was auch immer ich denn da jetzt verwende, um die Leute zum Klicken zu bewegen, das streut man halt in die Zehntausende, Hunderttausende, und wenn ein Viertel Promille draufklickt, reicht das schon. Ja, dann reicht das schon, dann lohnt das schon. Und gerade diese verteilten Infrastrukturen, die wir sehen, alles geht in die Cloud, aber es ist noch nicht alles in der Cloud. Und das ist auch eine der großen Herausforderungen, mhm, die wir in der Security sehen. Ich muss immer noch berücksichtigen, was habe ich bei mir im Keller, im Datacenter, mhm, stehen, und was ist in der Cloud? Wie kann ich die Security vermischen, zusammenarbeiten lassen? Und du hast die Studien erwähnt, ich habe mir eine rausgesucht, also unser aktueller Cloud Security Report, der besagt, dass ungefähr 39% der Unternehmen weltweit mehr als 50% ihrer Workloads, also ihrer Server und Ressourcen, in die Cloud verlagert haben. Mhm. 39% mehr als die Hälfte. Das heißt, da ist noch ganz, ganz viel, was on-prem steht und wo man sich überlegen muss, wie kriege ich die unter Anführungszeichen alte Security, das, was ich traditionell in meinem Unternehmen entwickelt habe und aufgebaut habe, wie kann ich das mit den modernen Cloud-Lösungen verbinden? Und das ist eine der ganz, ganz großen Herausforderungen, weil viele Leute, die sich mit Cloud-Architekturen befassen, das ist ganz was anderes als die traditionelle Infrastruktur, die wir betreiben müssen. Und das lässt sich kaum unter den Hut bringen. Das ist eine der interessanten Herausforderungen, vor der die Unternehmen stehen, die letztendlich mit der Infrastruktur arbeiten wollen. Okay. Mhm. Markus, vielen Dank. Wie sieht das jetzt MIT Security, die Kunden, womit sind die konfrontiert? Das ist, glaube ich, Mittelstand in erster Linie. Genau, also wir haben hauptsächlich kleine und mittelständische, mhm, Unternehmen, die wir betreuen. Ich glaube, so der Grundaspekt, den man zu sehr noch unterm Radar sieht, ist einfach, dass sie diese gesamte Kriminalistik oder die gesamte Kriminalität auch schon in die Cloud verlagert hat, mhm, und die ihre Hausaufgaben sehr gut gemeistert und gelöst, mhm, haben. Das sieht man ja auch an der starken Zunahme der erfolgreichen Angriffe, mhm, sei es jetzt größere Unternehmen, wie man es ja auch medial schon vernommen hat, aber von den kleinen, vielen, vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die jeden Tag angegriffen werden und dann die Betriebstätigkeit auch oft unterbrochen wird, von denen liest man nur sehr selten. Es wird zwar jetzt mehr der mediale Bericht, auch von der politischen Seite kommt man in den Transport dieser wichtigen Tätigkeiten im Bereich Sicherheit etwas zu tun hinein. Mhm. Aber ich sehe das auch so, wir haben natürlich immer noch und wird auch dabei bleiben, meiner Meinung nach, sehr viel Daten, die on-premise, also vor Ort beim Kunden stehen, Server oder Anwendungen, aber auch die Cloud-Dienste und Cloud-Produkte, die genutzt werden, das wird mehr. Und das ist ein Punkt, ich stelle mir sicher nicht gegen Cloud-Dienste und Produkte, aber ein Punkt, der da sehr vernachlässigt wurde, auch weil es von den Herstellern und Anbietern oft so angepriesen wurde, dass man das Thema
Sicherheit in dem Bereich völlig ausgelagert hat und sagt, nehmen wir doch die Cloud, weil dann müssen wir uns um das Thema nicht kümmern. Und da ist ein Riesenaspekt, der uns in Zukunft noch oder jetzt in der Gegenwart schon beschäftigen wird. Und vor allem in Zukunft, weil die erwähnten Kriminellen, wenn man nach der Statistik und nach die Daten geht, die man von Kriminalistikern bekommt, sind ja nicht, die bleiben ja nicht stehen. Die entwickeln das natürlich weiter. Man sieht, wie lukrativ dieses Geschäft ist, wie wir es auch gerade gehört haben. Das sind Zahlen in die Milliarden, die Österreich betreffen. Mhm. Jedes Jahr. Und wenn man die Studie nimmt von zum Beispiel der KPMG, dann hat das gerade im letzten Jahr extrem zugenommen. Und der Trend wird sich wahrscheinlich nicht nach unten korrigieren, sondern eher nach oben weitergehen. Und da müssen wir ansetzen, dass wir da sichere Leistungen sowohl vor Ort als auch in der Cloud anbieten können. Mhm. Mario, vielen Dank. IT-Cluster ist ja auch bekannt für Erfahrungsaustausch. Es wird ja sehr viel miteinander gesprochen. Was ist denn jetzt so das Thema, was das Bedrohungsbild betrifft? Ja, danke. Mich geht aber noch zum Mario seinen Punkt noch eingeben. Nicht nur, dass die Angreifer sind noch jetzt in der Cloud, sie nützen auch schon Artificial Intelligence genauso. Und die sind gut gerüstet. Also das ist nochmal das, was da einfach ist. Und ja, wir haben uns auch die Studien angeschaut mit dem Wachstum, also 201% mehr Angriffe letztes Jahr auf dieses Jahr. Und das in Summe. Und dann noch in Deepfake auch noch unterschiedliche Ausprägungen. Aber wichtig ist, wenn wir jetzt vom Cluster einfach sprechen, von den Erfahrungsaustauschrunden, dann war natürlich dieses Jahr auch das Thema NIS 2 an sich selber ein Thema. Wir haben auch das Thema Cloud jetzt bald natürlich bei uns im IT-Cluster, wo wir das auch durchleuchten mit Experten. Was heißt das? Und es ist erstaunlich, dass dann auch wirklich ganz große Unternehmen und auch wirklich ganz kleine Unternehmen daherkommen und sagen, hey, das ist ja, wenn man es jetzt, man muss ja auch als Unternehmen verstehen, was heißt Cloud Security. Man kann es vergleichen mit einem Tresor, wo die Daten drinnen sind und dann sind Hilfsmittel, um das zu beobachten, um die Daten zu schützen. Das sind die Kameras, das ist ein Sicherheitspersonal, kann man sich vorstellen, und Laser, damit keiner hinkommt. Und auf der anderen Seite hat man noch die Intelligenz dahinter, das ist dann die künstliche Intelligenz, die dann vielleicht Anomalien feststellt und das im Vorfeld schon am besten abdecken möchte und dann, wenn es dann passiert, auch noch die Fachkräfte und die Experten unterstützt, dass schneller wieder die Fenden kennen. Das heißt, das sind so Sachen, die momentan bei den Erfahrungsaustauschrunden wirklich besprochen werden. Wir haben natürlich auch die ganzen Regularien, die jetzt dann auf uns zukommen, schon dieses Jahr behandelt. Und wir machen so ungefähr 3 bis 4 Erfahrungsaustauschrunden im Jahr. Wir mutmaßen uns als IT-Cluster gar nicht, dass wir sagen, das sind die Themen, sondern wir fragen immer am Anfang des Jahres, welche Themen sind für die Unternehmen dann auch wirklich notwendig. Und dementsprechend schauen wir, dass wir intern einen Erfahrungsaustausch machen. Wir suchen uns aber auch immer wieder Experten und schleusen die zu, weil die einfach auch einen guten Blick haben. Mhm. Das ist so summa summarum das Bild. Okay, Frederik, vielen Dank. Wolfgang, bei Antares, Icosol, Wie stellt sich da jetzt die aktuelle Lage dar? Das, was wir in vielen Projekten oder bei vielen Kunden momentan sehen, ist, dass das Bewusstsein massiv gestiegen ist, dass meine Admin-Zugänge zu diversen Cloud-Diensten ein sehr, sehr, sehr wertvolles Gut sind und entsprechend abzusichern sind. Das heißt, Multifaktor-Authentifizierungsprojekte sind momentan sehr stark verbreitet, führen wir bei vielen Kunden durch. Mit vielen Problemen behaftet. Ja. Nicht jeder Anbieter, nicht jedes Service bietet unendlich viele Methoden an, mich Multifaktor zu authentifizieren. Ja. Passwordless ist etwas, was zum Beispiel momentan noch nicht sehr weit verbreitet ist, aber eigentlich Stand der Technik wäre, wünschenswert wäre. Ja. Und besonders schwierig wird es dann, wenn ich einen Kunden habe, wo ich mehrere Cloud-Anbieter, mehrere Services on-prem möglichst bequem für die Administratoren mit einem möglichst einheitlichen System Multifaktor authentifizieren will. Ja, also ein Ding der Möglichkeit de facto. Selbst große Anbieter bieten rudimentärste Protokolle an. Ja. Also da ist man schon froh, wenn man einen LDAPS hat zum Teil. Und dementsprechend komplex sind diese Projekte. Und dementsprechend sind diese Projekte nicht, ich starte dieses Projekt und bin in 3 Monaten fertig. Ja. Also wir hatten letztes Jahr ein sehr, sehr großes Projekt bei einem großen internationalen Kunden. Da hatten wir 3 Monate überhaupt mal zu tun, die ganzen Services zu sammeln. Mhm. Ja. Sowohl on-prem als auch in der Cloud. Ja.
Und dann haben wir uns damit beschäftigt, was wird jeweils unterstützt. Ja? Mhm. Und dann haben wir als nächsten Schritt mal überlegt, wie schaffen wir eine möglichst homogene Lösung. Ja? Weil jede Form der Inhomogenität, jede Authentifizierungsmethode, die ich zusätzlich brauche, ist ja wieder ein Risiko. Ja? Sie wird von Administratoren dann nicht genutzt, versucht zu umgangen, weil ich habe einen zusätzlichen Token auf meinen Schlüsselbund und so weiter und so fort. Ja? Also das ist mir ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Auf der anderen Seite, auf der Icosol-Seite, ja, sehen wir zum Beispiel, dass Protokollierungsprojekte zunehmen, unter anderem auch getrieben wie durch Standards wie den NIS, wo ja Protokollierung erstmalig ganz dezidiert, ganz stark gefordert ist, ja, Protokollierung und auch nachgelagerte Analyse. Ja. Und auch da haben wir wieder ganz ähnlich das Thema, ja, das ist ein junges Thema, ein neues Thema, ja, und Daten zu sammeln ist keine triviale Aufgabe. Ja. Auch hier haben wir das Thema, nicht jedes System spuckt die Daten so aus, wie wir sie gerne hätten. Ja. Ja, Syslog im Netzwerkbereich, im technischen Bereich ist sehr weit verbreitet. Je näher wir zu den Anwendungen kommen, desto diffiziler wird die Sache, ja? Protokolldaten abzubekommen, ja? Über diverseste Medien und Formate und das dann sammeln zu können, überhaupt aufzubereiten und dann für eine Weiterverarbeitung, sprich dann auch für eine Analyse in einem SOC, in einem CDC, überhaupt brauchbar zu machen. Mhm. Ja, viele Herausforderungen bei den Themen, die angegangen werden, zu Recht. Mit Druck teilweise, ja, aber hier stehen wir ganz oft erst am Start, ja, einer langen Reise. Vielen Dank. Ich würde jetzt, wir wollen ja den Weg beschreiben, wie man zu einer optimalen Lösung kommt. Ich glaube, Begriffsklärung ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, als externer Beobachter zeigt sich so ein bisschen das Bild, am Anfang war Cloud so, auf keinen Fall Cloud, da weiß man nicht, was passiert. Ich möchte die Daten nicht aus dem Keller heraus irgendwo hinausgeben. Das heißt, die Vorurteile gegenüber der Cloud waren sehr groß. Man ist davon ausgegangen, dass man sich besser schützen kann als ein Cloud-Provider, obwohl das ja eigentlich relativ widersinnig ist, weil der besitzt ja im Regelfall ja sehr viele Zertifikate, die ja bestätigen, dass er eigentlich sehr gut geschützt ist, aber trotzdem will man sozusagen eine psychologische Hürde, man möchte die Daten nicht rausgeben. Jetzt hat sich das Bild ein bisschen geändert. Jetzt sagt man, ich gebe die Verantwortung ab an den Cloud-Provider. Das ist ja auch nicht unbedingt der richtige Weg. Wenn ich ein falsches Bild jetzt gezeichnet habe, bitte korrigieren, aber zeigt sich so jetzt dieser Paradigmen-Shift, dass Cloud von der bösen Cloud zum Allheilmittel-Cloud ein bisschen geworden ist? Ja, teils. Also gerade in vielen Bereichen der Cloud, Cloud-Provider, gerade wenn wir über Infrastructure oder Plattform as a Service reden, also da, wo ich meine Server hoste, dann ist da relativ klar drinnen, lieber Kunde, Security ist dein Problem. Mhm. Wir kümmern uns um Verfügbarkeit, aber Security in weiten Teilen ist dein Problem. Du kannst sie bei mir extra kaufen. In Wahrheit kannst du es aber auch bei irgendeinem anderen Anbieter dann dazu kaufen. Und in der Cloud kann man jetzt ganz plakativ sagen, ist ja völlig egal, wo es läuft. Aus GDPR-Sicht ist das nicht ganz so egal, aber rein technisch betrachtet ist alles überall verfügbar. Und wo ich jetzt die Security einkaufe, dazu ist relativ egal. Aber die interessante Herausforderung ist ganz sicher, wie es der Wolfgang gesagt hat, was, wenn ich mehr als eine Cloud habe? Und es wird über kurz oder lang kein Unternehmen geben, das nur eine Cloud hat. Also fast alle Kunden, mit denen ich gesprochen habe, vor allem in der Anfangszeit, haben gesagt, na, wir haben nur die eine Cloud, wir werden nur diesen einen Hersteller haben. Genau, dein Lächeln sagt, das hält niemand durch, das funktioniert nicht. Dann kommt irgendeine Abteilung und sagt, das Feature gibt es nur da oder dieses Security-Feature gibt es nur da, darum müssen wir nur dorthin. Und schon habe ich 2, 3, 4 Cloud-Plattformen in meinem Portfolio, die ich betreuen muss. Und dann habe ich noch die Daten im eigenen Keller, auf die ich auch nicht vergessen darf. Das ist dann der Regenschirm, den wir brauchen, um alles im Trockenen zu halten, der wird immer breiter. Und der erste Windstoß, der kommt, wird uns dann den Regenschirm aus der Hand reißen und wir wissen es nicht mehr. Und gerade dann auch über viele verschiedene Plattformen hin, dann das Login zu haben, die Informationen zu haben, darauf zu reagieren und das Know-how zu haben. Die Cloud-Plattformen sind sich alle ähnlich, unterscheiden sich aber
alle irgendwo im Detail und aufs Detail kommt es an. Und das haben viele der Unternehmen erkannt. Mehr als die Hälfte der Unternehmen haben Angst vor Fehlkonfigurationen. Weil ganz viele Fehler oder ganz viele Schwachstellen passieren, weil irgendwer irgendwo ein Hackerl vergessen hat. Ich habe irgendwo eine Cloud-Festplatte direkt im Internet hängen, weil ich halt auf der Cloud-Plattform irgendwo ein Hackerl vergessen habe oder ein Hackerl weggeklickt habe. Und wie kriege ich das hin, dass sich alle Leute auf jeder Plattform gut auskennen? Mhm. Gar nicht. Also ein Mensch wird es nicht schaffen, in allen Cloud-Plattformen ein Guru zu sein. Und wenn, dann hat er keine Zeit mehr, richtig zu arbeiten, weil er nur mehr mit Weiterbildung und am aktuellen Stand bleiben beschäftigt ist. Das ist beim Fachkräftemangel natürlich ein, genau. Ein Problem sein. Auf den läuft es dann hinaus. Ja. Mhm. Mhm. Vielleicht, wenn man das noch einmal runterbrechen kann. Wir sind ja in Österreich ein KMU-Land. Security kostet Geld, kostet viel Geld. Und ja, das stimmt. Am Anfang haben alle gesagt, nein, lieber nicht Cloud. Und mittlerweile geht es mehr in die Richtung, wie wir jetzt auch gehört haben. Warum auch? Weil die Fixkosten dadurch auch reduziert werden können und dann nur mehr variablere Sachen da sind. Man hat zwar genauso in Schulungen zu investieren, aber da gibt es halt einfach dann vielleicht am ersten Schritt dann gesehen andere Kosten. Dementsprechend geht man auch vielleicht mehr in die Cloud rein. Wenn wir halt mit unseren Unternehmen sprechen, sagen die auch, ja, wir sind auch ein Zulieferland. Wir sind nicht die größten Unternehmen, aber wir sind so Second-Tier-Supplier, speziell in der Automobil- oder Zulieferindustrie, in der Industrie. Und wir müssen auch da sagen, viele Hacker greifen nicht die obere Ebene an, die großen Unternehmen, sondern die gehen über die Zulieferer rein und holen sich alle Daten auch von den Großen. Das heißt, es ist nicht nur, dass man die Großen defenden muss oder streuen Security-Angriffe sehen, sondern wirklich genau von den Second-Tier-Suppliern die Angriffe. Und da sind auch viele KMUs dabei und die sagen, okay, damit ich überhaupt zuliefern kann, muss ich den letzten Technologieschrei einfach dann auch bewältigen können und das sagen die, geht einfach in die Richtung mit der Cloud. Wolfgang? Vorurteile ist gefallen, ja. Und was Vorurteile betrifft, muss man schon ganz ehrlich sagen, also erst dieser sehr kürzliche, sehr große Hack bei einem der drei großen Anbieter, wo zentrales Schlüsselmaterial verloren gegangen ist, unter Anführungszeichen, ja. Wo man bis heute nicht genau weiß, was jetzt wirklich das Schadensausmaß ist, ja, und was wirklich die Auswirkungen sind, nicht en detail zumindest. Ja. Da muss man ganz ehrlich sagen, das mindert die Vorteile nicht. Ja. Und die Art und Weise, wie hier kommuniziert wird, wie hier intransparent gearbeitet wird, gegenüber den Kunden, das ist halt schon sehr ernüchternd schlussendlich. Mhm. Man ist diesen Anbietern schon sehr, sehr, sehr stark ausgeliefert. Was dann natürlich zum Gedankengang führt, schlussendlich, wie käme ich aus diesem Ding überhaupt wieder raus? Und da werden viele Unternehmen jetzt drauf kommen, vermutlich, das haben wir noch gar nicht am Radar gehabt bisher. Mhm. Und das, denke ich, ist eines der großen Themen, mit dem man sich in Zukunft viel stärker beschäftigen wird müssen, ja, wenn ich solche Dienste in Anspruch nehme, aus guten Gründen, nach Abwägung aller Risiken, die ich damit eingehe. Wie komme ich auch wieder raus am Ende des Tages? Mhm. Weil es Vorfälle gegeben hat, weil es andere Anbieter gibt, ja, weil ich eine andere Strategie wähle und so weiter und so fort. Das wird halt oft vergessen in der Gesamtbetrachtung. Mhm. Ziel ist ja eigentlich, dass man sehr schnell wechselt, je nach Angebot und so weiter. Dass das ja viel kurzfristiger ist und nicht jetzt, dass man fürs ganze Leben so diese Vendor-Lock-In sozusagen. Jetzt. Echter Wettbewerb wäre das, genau. Wunschszenario. Mario, was willst du? Ja. Das ist ein sehr vielschichtiges Thema jetzt natürlich. Da sind einige Baustellen aufgegriffen worden. Ich glaube, die Frage ist nicht mehr Cloud ja oder nein. Wir sind auch aus dem Thema weg. Ich habe vor Jahren einmal ein T-Shirt gesehen, das drauf gestanden, there is no cloud, it's just somebody else's computer. Ja. Und das sollte man im Bewusstsein haben. Und du hast es angesprochen, Microsoft ist jetzt ja wirklich nicht als Paradebeispiel vorangegangen. Das ist ein Thema, das die Glaubwürdigkeit oder die Reputation von Cloud-Dienstleistungen unter Umständen, wir wissen noch nicht, wie weit das ist gegangen ist, und das ist ja, finde ich, das Thema, wir wissen es nicht, weil Microsoft es nicht kommuniziert oder sehr wenig kommuniziert. Und jetzt bin ich als Firma vielleicht bei diesem Hersteller gehostet, es könnte genauso ein anderer Anbieter sein, ja.
muss jetzt nicht, dass wir jetzt auf Microsoft schimpfen, aber das ist ja der aktuelle Anlass, der wirklich durch die Medien sehr wenig auch aufgegriffen wurde bisher, was mich sehr überrascht, weil ja doch einer der Big Three sind nicht wenige Unternehmen dort präsent. Und wir werden uns diese ganzen komfortablen Dinge, die wir inzwischen gewohnt sind mit Smartphone oder mit Streaming oder mit Dateisharing, alle Dinge, die wir im Alltäglichen benutzen, die werden wir uns nicht mehr wegdenken wollen. Aber wir müssen vielleicht doch unterscheiden, anfangen zwischen den Daten, die vielleicht nicht so kritisch sind und dass man separiert sagt, das sind die Kronjuwelen der Firma, die muss man ganz speziell nur mal extra abgesichert oder in einer Private Cloud vielleicht oder doch eine On-Premise-Lösung hosten. Es ist auch das Thema des Zugriffs gefallen. Auf der einen Seite wollen wir natürlich so offen wie möglich und so benutzerfreundlich wie möglich das Ganze gestalten. Und auf der anderen Seite haben wir aber das Sicherheitsthema. Das heißt, wir wollen es eigentlich überhaupt nicht benutzerfreundlich. Wir wollen es möglichst eingeschränkt haben. Ich denke jetzt nur an Online-Banking oder die Applikationen am Smartphone fürs Banking. Zwei-Faktor und dann kommt jedes Mal, wenn es die einloggst, kommt schon eine Warnung. Phishing und ja nicht irgendwas anklicken und so. Die Menschen sind ja keine Experten, die das benutzen. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Da können wir nur so viel Awareness-Training machen und so viel darüber reden. Das ist wichtig, aber wir müssen uns da irgendwas Besseres noch einfallen lassen, dass die Usability auf der einen Seite gewährt bleibt, die Sicherheit besser wird. Und wenn wir bei der Usability auch noch sind, es kommt ja auch noch das Thema der Barrierefreiheit hinzu. Also wir haben ja Menschen, die nicht uneingeschränkt alles nutzen können, die sind vielleicht sehbehindert oder in einer anderen Art und Weise eingeschränkt. Das muss man da auch noch berücksichtigen. Aber so pauschal wie deine Frage war, das Allheilmittel Cloud oder das Teufelszeug Cloud, das kann man nicht mehr so differenzieren, okay, meiner Meinung nach. Im Vorgespräch hast du einen Aspekt erwähnt, der, glaube ich, sehr wichtig ist für jede Strategie. Jetzt muss man mal die Awareness haben. Da, ja, glaube ich, sind die Medien schon sehr fleißig, was jetzt so Vorfälle betrifft, Sicherheitsvorfälle, da wird so relativ viel kommuniziert. Aber du hast von Beispielen genannt, die sind selber betroffen, nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal und trotzdem ist die Awareness beschränkt, sagen wir so. Die gibt es auch, die Fälle, ja. Also das sind zum Glück Einzelfälle, die da sehr, sagen wir mal, cool umgehen mit dem Ganzen. Wir sind mehrfach gehackt worden, wir tun trotzdem nichts, jetzt unterm Strich gesagt. Andere Firmen, die haben eine große IT-Abteilung, die haben viel getan, die hat es trotzdem erwischt. Da stehen dann Hochregallager still, da steht die Produktion still, da geht das Bestellwesen nicht mehr, da kommt kein Material mehr noch, da kann man nichts ausliefern, dann kann man pönalen, weil man nicht mehr liefern kann. Da muss man auch sagen, sei es jetzt Cloud oder On-Premise, bei so einem erfolgreichen Hack, der ja in der Regel nicht mehr nur dieses, wie hast du gesagt, Fish and Prey, Spray and Pray, das gibt es natürlich auch, aber bei so zielgerichteten Angriffen muss man einfach sagen, solche Firmen katapultiert sind die Steinzeit. Mhm. Die stehen dann, das sind Millionenschäden, je nach Größe des Unternehmens natürlich, und das kann meiner Meinung nach bis zu existenziellen Risiken gehen, dass ich sage, okay, wir müssen Insolvenz anmelden. Auch das kann passieren, weil wir wissen alle heute, wenn der Strom ausfällt, wenn das Internet nicht geht, ich kann nicht einmal nur beim Supermarkt an der Kasse irgendwas bezahlen. Wir haben das Internet, wir haben die Technologie im Alltag so wichtig wie andere Dinge. Es ist nicht mehr wegzudenken und darum auch die Vorbereitung oder diese Wichtigkeit der Sicherheit, dass uns das nicht irgendwann einmal überrollt und wir dann flächendeckend einfach einen Stillstand haben und da kommt eben auch die Politik ins Spiel, die das auch transportieren muss. Der Florian Turski zum Beispiel sagt, die Firmen müssen ins Klare kommen, dass man bis zu 10% des Umsatzes in Sicherheit investieren wird müssen, weil einfach auch der Gegenpol so stark aufgestellt ist, so viel Geld investiert oder so viel Aufwand betreibt, um zum Erfolg zu kommen, in dem Fall eine Firma zu hacken und dann zum Beispiel Lösegeld zu fordern. Okay. Markus, ist Security in den Vorstandsreihen angekommen? Ist das die Awareness so hoch, dass man sagt, diese 10% sind, kann man, um die kommt man nicht herum?
10% rein für die Security. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht durchgängig. auch hier ist, glaube ich, ein sehr stark unterschiedliches Bild. Gerade auch, also wenn wir wirklich Vorstandsebenen ansprechen, dann reden wir über die größeren Unternehmen. Mhm. Da ist eher Bewusstsein schon da, wo auch auf Vorstandsebene über Security gesprochen wird. So wie sie die makroökonomischen Gegebenheiten gerade entwickeln, wie viel Budget dann letztendlich bei den Menschen, die in der Hierarchie bei diesen Unternehmen ganz unten dann etwas kaufen wollen, wie viel da wirklich überbleibt, ist eine ganz andere Frage, die ich mir jetzt wirklich nicht mehr beantworten traue. Und im Mittelstand wird es recht ähnlich sein, weil der Eigentümer wird erst einmal schauen, dass er die Leute beschäftigt und halten kann. Mhm. Und die Security und die IT wird wahrscheinlich an zweiter Stelle da hängen bleiben, was ich durchaus verstehe. Weil halt einfach die Auslastung und Umsatz mal das Erste ist und erst wenn dann Gewinn überbleibt, dann wird der investiert werden. Auf der anderen Seite natürlich, kein Unternehmen, behaupte ich, kann es leisten, eine Woche lang offline zu sein. Mhm. Egal wie klein, und ich kenne Beispiele auch bei ganz kleinen Unternehmen, wenn ich nicht mehr weiß, welche Aufträge habe ich nächste Woche zu erfüllen, nicht mehr weiß, wo ich meine Leute hinschicken soll, und das ist in kein Auftragsbuch mehr. Niemand hat sich das für die nächsten 2-3 Monate ausgedruckt und sagt, da bin ich da. Sondern das sind recht schnelllebige Aufträge, wenn die im Computer nicht drin sind, oder im Computer drin sind, aber ich sie nicht auslesen kann, dann wird der Auftrag nicht erfüllt. Frederik? Da kann ich eigentlich immer recht viel eigentlich dazu fügen zu den zwei Kollegen, die jetzt darüber da was gesprochen haben, aber es fällt mir ein Wort ein. Unternehmenskultur mit versus Sicherheit. Und das kommt von oben. Wie sehe ich das Unternehmen, wie sicher möchte ich es dann auch führen? Und beim Herfern wollte ich ein Bild machen, weil viele Unternehmen da auch mit diesen einzelnen Wordings vielleicht gar nicht zurechtkommen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Fußballteam. Und wir sagen immer, wir wollen Tore schießen, das sind die Angreifer, das sind die Cruise Missiles, das ist Key Account, das ist Produkthersteller, Designer. Und wenn man ein starkes Team in der Verteidigung hat, dann hat man eigentlich das Defense, die Sicherheit. Und man ist bekannt als ein Fußballclub, dass man sagt, man hat eine starke Verteidigung. Oder man hat einen starken Angriff. Aber ich glaube, um wirklich erfolgreich zu sein, kann man halt nicht mehr sagen, man vernachlässigt die IT-Sicherheit. Das darf man nicht mehr machen. Also das ist, der Schuss geht irgendwann einmal wirklich einmal zurück. Und dementsprechend muss da auch das Budget dazu hergeben. Und wenn man in die Verteidigung, in die Defense was eininvestiert, dann ist das, was Tore kriegt, wahrscheinlich geringer. Und das ist die Kultur des Unternehmens, was mir da einfach einfällt. Und dadurch kann man Awareness schaffen. Okay. Das heißt, sie gehört als Teil der Unternehmenskultur, was heute oft noch nicht der Fall ist. Klar. Es ist eine Mannschaft. Und zu dieser Mannschaft gehört auch das Team der Security dazu. Damit der Unternehmenserfolg da ist. Und was man vielleicht in dem Zusammenhang auch nicht außer Acht lassen darf, es hat sich ja auch die Anforderung an die IT-Abteilung stark verändert in den letzten Jahren. Die meisten Techniker vor Ort sind überlastet, weil sie einfach um so viel mehr Workload dazu bekommen haben und nicht im gleichen Ausmaß, aber auch der Headcount gestiegen ist, weil wir haben natürlich unterschiedliche wirtschaftliche Herausforderungen auch in den letzten Jahren gehabt. Und da müsste man fast einen Appell an die Geschäftsleitung auf der einen Seite mit der Kultur richten, auf der anderen Seite auch an die IT-Techniker die Hand zu heben und sagen, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung. Tun Sie das nicht? Wir brauchen, meine Erfahrung noch nicht. Da werden Dienstleister oder Experten eher als Gefahr oft leider gesehen, dass irgendwas aufkommt, was man eh schon weiß, dass vernachlässigt wurde, dass man vielleicht seinen Job verliert oder dass was ausgelagert wird. Natürlich wird es auch diese Unternehmen geben, die das Ziel haben, hier in andere Unternehmen hineinzukommen, aber eigentlich sollte man primär, glaube ich, den Dienstleister als Unterstützer sehen und der Techniker vor Ort
Es gibt ja andere Bereiche, wo ich sage, jetzt holen wir einen Unternehmensberater zum Beispiel für dieses Thema, damit uns der unterstützt. Und ich glaube, wenn man als Techniker vor Ort das auch so sieht, und da muss man sich natürlich einen Berater suchen, mit dem man gut kann, aber da sollte auch die Geschäftsleitung das so sehen, dass die Unterstützung brauchen. Und dass man das jetzt vielleicht, wenn man nur den Aspekt Sicherheit, wo es ja heute geht, darum, dann sagt, für diesen Aspekt hole ich mir Hilfe. Ich glaube, das ist keine Schande, wenn das IT da vor Ort einmal sagt, da holen wir jetzt dem dazu, der mich da unterstützt. Aber Tatsache ist, dass manche einfach nicht wollen, dass sie das Gefühl geben, dass sie jetzt überfordert sind. Ja, ist ja verständlich. Irgendwo, wenn ich sage, ich bin seit Jahren der Techniker, der sich um alles kümmert und ich weiß, ich habe da so ein Thema, das ist ein bisschen ein blinder Fleck oder das möchte nicht, dass das aufkommt. Ja, okay. Aber spätestens, wenn dann der Schaden da ist, kommt es sowieso auf. Also besser auch hier wieder die Prävention, zeitgerecht, sich einen Experten holen, unterstützen lassen und den Schaden möglichst vermeiden. Mhm. Da muss man auch das Pareto-Prinzip vielleicht auch anwenden, dass ich sage, absolute Sicherheit wird es nie geben. Mhm. Die Lanze muss ich brechen. Aber wenn ich 20% Aufwand angenommen betreibe, dann kann ich 80% der Gefahren abwehren. Mhm. So in etwa, glaube ich. Außer die Kollegen sehen es anders, aber ich glaube, so könnte man das unterm Strich zusammenfassen. Risikomanagement. Ich finde es in dem Zusammenhang äußerst spannend, wie stark Entscheider bereit sind, Kompromisse, in Klammer faule Kompromisse, einzugehen. Wir machen ja als Unternehmen nicht nur Cloud-Projekte, sondern nach wie vor natürlich auch viele On-Premise-Projekte. Mhm. Und da ist zum Beispiel eines der ganz großen Themen, vor allem in der produzierenden Industrie, Segmentierung. Segmentierung, auch Mikrosegmentierung, ja. Das heißt, das Bewusstsein, wir müssen unsere Netze auseinanderteilen, mit Netzübergängen versehen, ja, damit wir kontrollieren können, wer wohin darf und nicht. Das ist angekommen, das wird getan. Da gibt es auch einen riesen Nachholbedarf, aber das rollt momentan. Ja. Ich habe eine Lieblingsplattform, wo ich mich selber auch hin und wieder anmelden muss. Da muss ich aufgrund dieser Segmentierungen und Netzübergänge mich 6-mal authentifizieren. Am Weg bis zum Zielsystem, wo ich Adminrechte habe. Ja. Von diesen 6-mal sind 4-mal Multifaktor-Authentifizierungen. Ja, also ein immenser Aufwand, bis ich zu Recht ja, erst administrative Tätigkeiten mit hohen Privilegien durchführen darf. Wenn wir das, dieses Sicherheitsmaß auf die Cloud umlegen, ja, nein, ja, dann gehe ich ins Internet, melde mich mit im Idealfall einem guten Multifaktor-System einmal an und habe fürgewöhnlich sehr hohe Rechte ja, als Administrator. Mhm. Das heißt, eigentlich ein Entscheider, der beides im Portfolio hat, beides sieht, müsste ich sagen, Cloud, no way, ja, überhaupt nicht. Das ist so weit weg von dem Sicherheitsbedürfnis, das wir eigentlich on-prem anwenden, überhaupt keine Chance, ja, dass hier ein Cloud-Dienstleister mithalten kann. Trotzdem wird es gemacht. Und das ist schon sehr spannend, warum es gemacht wird. Ja. Weil natürlich der Markt treibt ganz stark Richtung drauf. Ja. Einerseits, indem es zum Beispiel bestimmte Funktionalitäten gar nicht mehr gibt on-prem. Ja, wir erleben reihenweise Hersteller, die sagen, sorry, dieses Produkt, diese Funktionalität ist on-prem nicht mehr verfügbar. Mhm. Ja, und natürlich das Thema Kosten. Ja, zumindest auf den Marketingfolien ist ja Cloud immer billiger. Ja, für die ersten paar Monate zumindest. Kurzfristig, genau. Ja. Da muss ich auch dazu sagen, das ist genau so. Also es ist sehr viel versprochen worden, aber nicht alles wurde gehalten. Und gerade das Thema Kosten hat es immer geheißen. Natürlich Kosten reduzieren. Aber es ist immer der Blickwinkel auf die Sache natürlich. Ich bin flexibler, es gibt viele Vorteile auch, aber es ist nicht immer der Preis unterm Strich, der das Ganze günstiger macht. Und die Security sind auch zwei Themen natürlich, weil diese Authentifizierungen und diese Segmentierungen, super. Also ich glaube, das ist einer der wenigen Betriebe, den man wahrscheinlich als Vorzeigebetrieb nennen könnte, weil das wird leider auch noch nicht flächendeckend so gemacht und gelebt. Auf der anderen Seite, was total vernachlässigt wird, ist einfach die Seite, die ich als Kunde eines Cloud-Dienstleisters gar nicht beeinflussen kann. Ja. Die Sicherheit der Umgebung im Hintergrund, der Betriebssysteme, der Server, wo ich meine Dienstleistung buche, weil das kann nur der Betreiber machen. Und das ist das, was ich vorher auch schon mal erwähnt habe. Das gibt man dann gern so mit aus der Hand und sagt, da ist eh wer anders dafür zuständig. Und was passieren kann, haben wir jetzt ja schon erlebt, haben wir schon darüber gesprochen. Das wird auch sicher nicht der letzte Fall gewesen sein, das wird sich häufen.
Meiner Meinung nach, weil es einfach nur die Frage ist, nicht ob, sondern wann das passiert. Mhm. Und wenn man sagt, das wird irgendein Entwickler zum Beispiel von einem großen Unternehmen, der entsprechende Berechtigungen hat, gehackt und über diese Privilegien kommt der Angreifer dann in die Ebene des Betriebssystems, der Cloud-Dienstleistung, dann passiert dieser Super-GAU oder kann passieren, wie wir es ja schon gehabt haben. Und da ist noch viel Arbeit zu tun, dass das in Zukunft das Risiko reduziert werden kann. Okay. Also gerade, da möchte ich noch ganz kurz einhaken auf zwei Punkte. Einerseits ein sehr schönes Beispiel, wo du sagst, der Entwickler gehackt, also genau das ist ja der Trend und da gibt es wunderschöne Beispiele aus der Finanzwelt, auch aus der Forschung, wo einzelne Mitarbeiter über LinkedIn, Facebook, was auch immer, ich meine, die Informationen sind ja frei zugänglich, direkt angesprochen werden. Man schaut einfach, was hat denn der so in der Vergangenheit gemacht, was wäre so der logische Entwicklungspfad, und dann tue ich so, als wäre ich ein Unternehmen, das wirklich seinen Traumjob zu einem fantastischen Gehalt ihm anbietet. Und ich schicke ihm ein Bewerbungsformular. Was wird er machen? Er wird draufklicken. Und dann bin ich schon mal sehr weit. Und es sind auch Fälle dokumentiert, wo wirklich über ein Dreivierteljahr mit diesem Menschen gesprochen wurde und eine persönliche Beziehung aufgebaut wurde, nur um den Menschen zu hacken, wenn man den Begriff so verwenden möchte, Social Engineering wirklich ganz gezielt zu machen, weil das Ziel dahinter lohnend genug ist. Das ist die eine, um das von dir zu unterstreichen. Und der andere Punkt, den du angesprochen hast, Mario, ich würde sogar weitergehen noch, ich sollte mir nicht jemanden holen, der mich unterstützt. Ich bin der Überzeugung, dass ich als vor allem mittelständisches Unternehmen das nicht alleine machen kann. So viele Leute kann ich mir nicht leisten, die all diese Security-Dinge und IT-Infrastruktur-Dinge machen können. Es bleibt mir nur der Weg in Richtung Outsourcing, Managed Services, wie auch immer Marketing-Menschen das nennen wollen, den Betrieb auslagern. Ich habe zwei linke Hände, wenn es ums Tischlern geht. Also würde ich einen Tisch und einen Sessel machen, meine Frau wird mir nie erlauben, dass sie irgendwer darauf setzt. Aber auf der anderen Seite versucht ein Tischler IT-Security zu machen. Wie gut ist der darin? In wie vielen Bereichen kann ein Mensch gut sein? Mhm. Und das ist halt einfach eine Limitierung, die wir Menschen haben. Und wir leben in einer hochspezialisierten Welt und wir müssen die Spezialisten ihre Arbeit machen lassen, auf die sie spezialisiert sind. Aber das ist ja genau der Punkt. Auslagern, ja, aber wohin dann? Wenn man bisher gemeint hat, man ist beim Hersteller A sicher und gut aufgehoben, so ist es morgen ganz ein anderes Bild. Wie kann denn der Unternehmer oder der ITler vor Ort das unterscheiden? Da bin ich jetzt gut aufgehoben oder dieses Produkt hilft mir oder der Techniker ist qualifiziert, dass er mich berät in dem Bereich. Es ist intransparent, die ganze Situation, und das führt auch zu weiteren Schäden, obwohl man eigentlich einen guten Weg gehen möchte. Da sehe ich ein Riesenproblem. Also ich sehe das, auch wenn das jetzt von mir aus einem Herstellermund vielleicht ein bisschen komisch klingt, weniger die Hersteller, die ich mir als Endkunde aussuchen würde, sondern die spezialisierten IT-Beratungs-Managed-Service-Unternehmen, wie wir euch da drüben jetzt gerade zusammengruppiert haben, passenderweise. Weil wirklich auch so der Wunschgedanke, wie du ihn auch einmal gesagt hast, am liebsten, ich möchte ja eigentlich schnell von einem Cloud-Hersteller zu einem anderen wechseln können. 7 Mausklicks und es funktioniert, sagt die Propaganda. Und dann brauche ich halt jemanden, der mir sagt, ja, im Prinzip schon, aber. Wolfgang, wie siehst du das? Outsourcing, das Legen von Leistungen in qualifizierte Hände, ja, ist ein starker Trend, ja, spüren wir auch als Anbieter. Ja, also es wird von Monat zu Monat mehr die Nachfrage gefüllt. Diese Nachfrage auch zu befriedigen können, ist das Thema. Ja. Der Markus hat ganz am Anfang schon diese Explosion des notwendigen Know-hows angesprochen. Ja. Das wird von Tag zu Tag mehr. Ja. Immer mehr Anbieter, also ins Cloud gesprochen. Und jeder kocht sein eigenes Süppchen mit unterschiedlichen Konzepten. Und selbst wenn die Konzepte gleich sind mit unterschiedlichem Wording,
ja, und unterschiedlichen Wegen dieses Konzept umzusetzen, das ist ein Horror. Wir können gar nicht so schnell einstellen und schulen und umschulen, dass dieses Know-how aufrecht bleibt. Ja. Also hier hat die gesamte Industrie, die gesamte Branche, das gesamte IT ein Thema. Ja. Was aber eine natürliche Entwicklung ist, jedes Unternehmen möchte sich differenzieren vom Mitbewerb. Jeder beschreibt das selber, sucht halt die Marketingabteilung, sucht halt ein neues Passwort. Und jetzt sind die potenziellen Kunden jetzt müssen jetzt sagen, ist das jetzt das Gleiche, ist es besser, ist es schlechter, kann man das überhaupt vergleichen? Daher, glaube ich, ist es auch notwendig, sich mit Experten zusammen. Ist aber gerade, wenn wir von Sicherheit sprechen, natürlich katastrophal, ja. Okay. Ich will mich abgrenzen, ja, weil Sicherheit ist nichts, wo man sich abgrenzt. Ja. Sicherheit ist etwas, wo man zusammenführen muss, ja, und ein einheitliches, insgesamtes Bild pro Unternehmen herstellen muss. Frau wie seht ihr das? Ich habe vorher von diesem Vergleich, ja, ich glaube, es ist sogar schwierig für uns als Cluster, dass wir die Unternehmen zusammenbringen, dass da auch die Vergleiche gemacht werden mit Cloud. Das ist der Fakt und momentan noch nicht der Fall. Unterschiedliche Clouds haben natürlich auch unterschiedliche Herausforderungen. Ich glaube, vorher haben wir, glaube ich, am Anfang gesprochen, ich glaube, da sind ja auch Schnittstellen dann dazwischen, oder? Und Schnittstellen sind, wenn sie keine Klarheiten und Sicherheiten oder nicht den Standard sind, Schwachstellen. In meiner Auffassung. Man kann nicht sagen, das ist so oder das, du kannst jetzt nur mit einer Cloud arbeiten oder du brauchst mehrere. Es kommt einfach auf den Geschäftsfall einfach drauf an oder auf das Unternehmen, wie sie aufgestellt ist. Und das ist also, da muss man als Unternehmen, wenn man nicht selber das Know-how hat, definitiv mit externen Leuten einfach zusammenarbeiten und sich da wirklich beraten und nehmt sich die Zeit, sage ich immer wieder, bevor man da schnell einen Schnellschuss macht. Da hat mir ich die Zeit nehmen, weil eins ist klar, du könntest schnell eine Cloud haben. Das geht schon, dann kannst du relativ schnell in der Cloud deine Daten eingeben, aber das dann managen und das zu verstehen, das dauert viel, viel länger. Und da sagen wir, da ist der Zeitfaktor sicherlich nicht so dringend, da hat man die Zeit nehmen dafür und dann erst entscheiden. Da ist schon jetzt ein Aspekt gefallen, was jetzt die Strategie betrifft. Jetzt, ein Unternehmen wird jetzt mit sehr vielen Herausforderungen konfrontiert, Intransparenz des Marktes, Komplexität, jetzt haben wir nicht nur On-Prem, sondern jetzt unterschiedliche Clouds, jetzt haben wir hybride Lösungen. Also ein KMU, ein typisches österreichisches KMU-Land, KMU, ist eigentlich vollkommen überfordert. Es fehlen die Leute, das Budget und so weiter. Können diese Unternehmen trotzdem eine vernünftige Strategie entwickeln, vorausgesetzt, sie nehmen sich Zeit dafür zum Beispiel? Wie sollte die aussehen, grundsätzlich? Mario? Ich denke mal, es gibt sehr viele Maßnahmen, die man ergreifen kann, die nicht viel Geld und auch nicht viel Ressourcen benötigen. Da fangen wir schon mal beim Passwortmanagement an oder bei der Passwortkomplexität, bei der Passworthygiene. Das kostet alles nichts oder so gut wie nichts. Wenn ich sage, ich nehme noch einen Passwort-Tresor oder in irgendeiner Art und Weise einen Passwortmanager, einen ordentlichen, und der Browser ist kein Passwortmanager, bitte nicht verwechseln, sondern das muss verschlüsselt sein und so weiter und so fort. Das wäre mal so ein Anfang, oder? Oder dass ich sage, meine Daten, es kommt immer auf den Prozess und auf die Workload und auf das Modell drauf an, aber die Daten verschlüssele ich noch einmal separat. Ich verlasse mich nicht nur auf die Verschlüsselung, die der Anbieter im Hintergrund vielleicht in irgendeiner Art und Weise auf ein Marketing-Prospekt darstellt, sondern ich ergreife eine zusätzliche Maßnahme dafür. Dann natürlich die Systeme aktuell halten, patchen, das kann man nicht oft genug sagen. Oder ich meine, Firewalls können auch gepatcht, die Einstellungen können aktualisiert, jeder Rechner, jeder Server gehört aktualisiert. Es gibt eine Webseite, da kann man sich abfragen, welche CVEs, also welche dieser Schadangriff-Codes oder Lücken noch nicht gepatcht ist. Und wenn man da einstellt, allein in Österreich, wie viele Server noch alte, zum Teil Jahre alte Sicherheitslücken noch immer nicht gepatcht haben, da frage ich mich, haben die keinen Betreuer oder macht der Betreuer nicht das, was er machen soll? Weil wie gibt es das sonst, dass sowas existiert? Ich glaube, sie haben keinen Betreuer.
möglich, das hoffentlich. Ist meine Meinung. Das wäre sonst schlimm, ja, auf der anderen Seite. Das sind, aber das wären einmal so ganz einfache Maßnahmen, wo ich sage, patchen, Passwörter wirklich ernst nehmen. Da muss ich jetzt noch nicht großartig Ressourcen blockieren dafür. Das wäre eher sowas, wo ich sage, klar, die Unternehmenskultur, wie es erwähnt worden ist, wichtig, Mitarbeiter, nicht nur die Mitarbeiter zu halten mit Obst und Wasser und Massagen am Arbeitsplatz, sondern dass man auch sagt, hey, ihr seid unser wichtigstes Gut, bitte, dort auch, wir geben euch die Möglichkeit, wir machen Ausbildungen, wir machen Awareness-Trainings, bitte dort euch damit beschäftigen, weil ihr seid unser beste Firewall, unterm Strich, wenn man es so sagen will, weil das, was ihr anklickt oder macht, entscheidet über sein oder nicht sein. Das wären so eine ganz einfache Dinge, ich glaube, da werden alle zustimmen und dann erst komme ich zu anderen Maßnahmen. Aber der Angriffspunkt, das haben wir heute schon ein paar Mal ist der Mensch. Angeschaut, das ist immer Layer 8, wie man sagt im OSI-Modell, derjenige, der vor dem Bildschirm sitzt. Das ist das Hauptangriffsziel und da muss man ansetzen. Wenn man zwei Bausteine, ja, auf der einen Seite die Cloud-Anbieter, weil heute geht es ja auch viel um Cloud-Security, aber trotzdem, es geht immer unterm Strich um jemanden, der etwas anklickt oder ausführt oder macht oder tut, damit der Angriff zum Erfolg gelangt. Mhm. Mhm. Wie sieht denn das Vorteil denn zum Beispiel? Worin besteht eine vernünftige, leistbare und umsetzbare Strategie? Die Idee ist, wirklich mit Basissachen anzufangen. Also es gibt Best Practices, wo glaube ich, alle sich einig sind. Der Mario hat ganz viel davon jetzt schon aufgezählt. Damit anfangen, patchen, immer gut. Auch wenn man sich dann anschaut, wenn Audits nach einem Vorfall gemacht werden oder auch für NIS oder NIS2 oder was auch immer, dann kommt das Schlagwort, das der Wolfgang uns gebracht hat mit Segmentierung. Das ist immer so der logische erste Schritt. Segmentierung ist etwas, das wir von On-Prem, also in unserem eigenen Datacenter und Infrastruktur in der echten Welt kennen, aber auch in der Cloud kann und muss ich segmentieren. Ich kann nicht einfach alles in ein logisches Ding reinschmeißen, sondern ich muss auch dort segmentieren. Und dann haben wir auch das Beispiel, ich glaube auch vom Wolfgang dann dazu, Authentifizierung, saubere, durchgängige Authentifizierung. Ein Benutzer, der sich 6-mal anmelden muss, um dann an einer Stelle, okay, mit hohen Rechten etwas tun zu können, aber 6-mal anmelden, das ist echt schwierig. Da suchen die Leute ihren Weg drumherum und wir kennen alle dieses lustige Bild von dem Schranken, der den Weg versperrt und man sieht durch die Wiese daneben, gingen alle neben dem Schranken vorbei. Genau das passiert in der Realität. Security war in der Vergangenheit und wird, ich glaube, noch ein Stück in die Zukunft ein Verhinderer der Produktivität sein. Sollte es aber nicht, weil wenn es nicht akzeptiert wird, wird es nicht angewandt. Und dann suchen die Leute Wege drumherum. Und da kommt dann auch wiederum von Frederik die Unternehmenskultur mit rein. Wenn nur die Administratoren den mühsamen Weg machen müssen oder die Sachbearbeiter den mühsamen Weg machen müssen, aber die Geschäftsführung irgendwie das alles ganz einfach und bequem am Handy ohne irgendwas machen kann, weil es dort, weiß ich nicht, die Lizenzen mehr kosten und deswegen kriegen es nur die, oder wenn man sagt, naja, die bestehen drauf und die haben unterschrieben, dass ihnen die Sicherheit egal ist, dann funktioniert das auch nicht. Also ich muss wirklich alle Teile zusammenfangen. Und das, was wir ja schon seit einiger Zeit auch predigen, ist das Zusammenspiel der verschiedenen Produkte, Funktionen und Hersteller im Netz des Kunden. Mhm. Nona wäre schön, wenn möglichst viel von Fortinet drinnen ist und wir sind überzeugt, dass das gut ist. Wir wissen aber, dass es ganz wenig Kunden gibt, die sagen, sie haben alles nur von einem Hersteller, egal welchen Hersteller wir jetzt nehmen. Deswegen müssen eben auch die Geräte, Produkte, Funktionen der verschiedenen Hersteller im Netz des Kunden zusammenarbeiten, um auch hier dann möglichst viel zu automatisieren. Das Thema haben wir irgendwie noch gar nicht
heute groß gestreift. Cloud heißt ganz viel automatisieren. Und das ist die Richtung, weil wir die Anzahl an Menschen nicht haben. Mhm. Und in der Authentifizierung ein anderes Passwort, das wir heute noch nicht gebracht haben, und alle marketingorientierten Leute haben sich wahrscheinlich schon die Haare zerrauft bis jetzt. Also Zero Trust, Zero Trust Network Access ist halt so das nächste Passwort in der Industrie, wenn es um Zugriff auf segmentierte Ressourcen in der Cloud daheim, egal wo, geht, um das dann eben sauber hinzukriegen. Mhm. Mhm. Eins nach dem anderen. Und eine Pyramide baut man von unten und der Schlussstein kommt oben drauf. Also Zeit nehmen, habe ich gesagt, Schritt für Schritt. Wolfgang, du hast vorher im Vorgespräch erwähnt die Situation, dass sich die Leute, die für Security verantwortlich sind, für Business verantwortlich sind, gar nicht einmal verstehen. Also wenn es darum geht, eine gemeinsame Strategie zum Beispiel zu entwickeln. Was ja auch wieder dafür spricht, einen Experten als Dolmetscher zu haben, dass man sagt, Produktivität auf der einen Seite, Security wird dann meistens dann als Spaßbremse sozusagen unter großen Anführungszeichen empfunden, wie man diese zwei Seiten unter einen Hut bekommt. Sich nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, muss man dazu sagen. Ja, ja, es sind einfach Zielkonflikte. Ja, es gibt die Techniker, die Funktionalität zur Verfügung stellen, das meistens in einem engen Zeitkorsett und einem engen Kostenkorsett in Projekten. Und natürlich ihr Bestes tun, das auch zu gewährleisten. Und dann gibt es die Security, die leider dann oft in Projekten zu spät dann auch sozusagen betrachtet wird und sich auch stark macht. Mhm. Da gibt es ein gewisses Maß auch an sozusagen Eigenversagen, Eigenverantwortung, die zu spät wahrgenommen wird. Ja, also es ist ein kooperativer Prozess. Ein kooperativer Prozess wird immer getragen durch ganz viel Kommunikation, möglichst viel Kommunikation und von Anfang an, das ist das ganz, ganz, ganz Zentrale. Ja. Umso früher ich miteinander kommuniziere, Zielkonflikte kläre, umso früher kann ich auch tragfähige Kompromisse finden, was aufwandsreduzierend ist, Durchlaufzeit reduzierend. Das heißt, diese typischen Diskussionen, die dann entstehen, aber wir haben ja keine Zeit und unsere Kosten, ja, unsere Projektbudgets sind schon ausgeschöpft, kommen dann unter Umständen gar nicht zustande. Mhm. Das wäre ja ganz, ganz, ganz ideal. Ganz viel Kooperation, ganz viel Kommunikation. Zur Strategie wollte ich aber noch was sagen. Natürlich am Ende des Tages wäre es am schönsten, wenn alle Unternehmen ein vollumfängliches ISMS, ein Informationssicherheitsmanagementsystem hätten und das auch auditieren lassen würden, ISO 27001. Das ist zeit- und kostenintensiv, das ist klar. Dennoch denke ich, Pareto ist vorhin schon gefallen, 20-80-Regel, es würde für viele schon sehr lohnend sein, sich überhaupt mit der Thematik mal zu beschäftigen, sich einen Standard durchzulesen. Was sind die Themen, ja, die hier zu betrachten sind? Ja? Was sind die technischen Ansätze, die hier zu verfolgen wären? Ja? Und dann eben mit einer kleinen Risikoabschätzung und Betrachtung von 2080 einfach erste Schritte überhaupt setzen. Und das verselbstständigt sich dann zu einem gewissen Grad oft. Ja, man kommt sozusagen auf den Geschmack. Ja, man sieht, okay, man macht etwas, das führt zu etwas. Und wenn es nur dazu führt, dass man ein bisschen besser schläft. Ja, und das ist ja dann verlockend, ja, zu sagen, okay, das hat was gebracht, ja, alle sind zufrieden, ja, die Kosten waren schlussendlich dann gar nicht so hoch, weil ich eine gute Lösung gefunden habe, die genau das abdeckt, was ich brauche und nicht das Eierling, die Wollmilchschwein ist gleich von Anfang an. Ja. Und so arbeite ich mich nach vorne. Ja. Also langsam beginnen, mit Dingen beginnen, die positives Feedback erzeugen im Sinne, dass es gut und einfach gelingt und sich so weiterarbeiten. Mhm. Da reden wir eigentlich auch wieder, wenn man sagt, okay, man hat keine Strategie, dann ist es eigentlich eine Bedrohung eigentlich. Wenn man sagt, man findet keine Mitarbeiter, die das dann auch, ist es ja auch schlecht für die Strategien. Man hat keine Zeit, man hat immer was anderes zu tun und dementsprechend kann das durchaus zu einer Bedrohung werden. Was wir vielleicht heute noch wenig gesprochen haben, ist der Faktor Mensch an sich selber. Man muss wirklich Zeit nehmen. Das sind Leute, die halt in einem Tun Experten sind. Wir haben gesagt, ein Mensch kann nicht in vielen Sachen gut sein, wie der Matthias so vorher gesagt hat. Und man muss die Mitarbeiter schulen, nämlich umfassend, aber auch genauso in die Rollen, natürlich, die sie auch haben. Und man muss das Ganze auch durchsimulieren. Ich glaube, der Faktor Mensch ist da ganz, ganz wichtig und vor allem auch die Führungskraft sollte da als Vorbild auch gehen. Wir haben da immer wieder Beispiele, das heißt, okay, WhatsApp ist nicht erlaubt, aber ja, Führungskräfte haben es trotzdem. Und das ist ein plakatives Beispiel. Und
Man sollte die Mitarbeiter auch ermutigen. Wir reden immer von Kommunikation, aber Kommunikation ist ganz, ganz essentiell für das Thema Security. Man muss auch, hört die Signale, die da kommen aus dem Unternehmen. Was passiert da gerade innerhalb dieses Games des Unternehmens? Und dann auf das auch reagieren. Und ja, Fehler ansprechen. Fehler ansprechen, lernen aus dem Ganzen und vor allem immer wieder schulen. Und ich glaube, wenn man das nämlich über Long-Term macht, ist das auch wieder eine gar nicht so eine kostenintensive Sache. Natürlich muss man mit Leuten hergehen, aber es gibt genauso wieder vom Land Oberösterreich zum Beispiel da Möglichkeiten, die Schulungen einzureichen, Geld zurückzubekommen. Das heißt, auch wir unterstützen ja das. Wir wollen ja, dass die Unternehmen erfolgreich sind und Subventionen auch dazu bereitzustellen. Und wir haben da auch gemeinsam das Jahr auch eine Ausbildungsreihe gestartet, gemeinsam mit der JKU, mit dem Softwarekompetenzzentrum Hagenberg, wo wirklich und Mitarbeiter, die wirklich IT-affin sind und in der Security auch arbeiten, sich über den heißesten Schrei einfach dann updaten können. Und wir haben Zukunftsthemen wie Quantencomputing, wo das Thema IT-Security genauso einig fällt einmal. Und natürlich genauso Mobile etc. pp. Und da, das sind die Richtungen, wo wir glauben, da müssen wir auch ansetzen, nämlich an dem Faktor Mensch. Da hätte ich auch noch einen Aspekt, weil du gerade sagst, eben auch die Förderung vom Land Oberösterreich zum Beispiel. Inzwischen ist jedes Bundesland meines Wissens so weit aufgestellt, dass es für den Bereich Cybersecurity sehr gute Förderungen gibt. Und auf Bundesebene hat man auch die Möglichkeit, mit der KMU Digital speziell den Aspekt Cybersecurity mal eine Potenzialanalyse durchzuführen. Da, glaube ich, bleiben nur 100 Euro Kosten über, was ich jetzt so grob im Kopf habe. Also das wäre mal so eine Initialzündung, dass ich sage, ich gehe auf KMU Digital, suche mir da dann, also mache diesen Antrag, das ist recht einfach. Ich muss nur halt meine Unternehmensdaten haben zum Ausfüllen, aber das geht dann recht schnell. Dann kann ich mir aus dem Expertenregister die aussuchen, die genau das abarbeiten. Dann gibt es nach dieser Potenzialanalyse auch noch die Möglichkeit von einer Strategieberatung. Also da wird sehr viel getan, auch von Bundes- und Landesebene, damit das jetzt auch kostentechnisch nicht so ein großer Brocken auf einmal auf die Firmen zukommt und dass diese Schwelle einmal relativ geringe ist, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das wäre, glaube ich, ganz ein guter Strategieansatz. Mhm. Weil du sagst, WhatsApp führt mit zu Smartphone und Smartphones haben bist nichts du im Unternehmensnetzwerk zu suchen. Da haben wir wieder bei der Segmentierung. Das wäre auch ein ganz ein einfacher Schritt, der nichts kostet, dass ich sage, ich trenne die WLANs, damit Smartphones von Mitarbeitern und schon gar nicht von Gästen im internen Netzwerk sind. Also mit wenigen Mitteln kann man sehr viel erreichen, 2080. Es sind schon viele Begriffe gefallen, die manche vielleicht Unternehmen und Mitarbeiter überfordern. Zero Trust ist gefallen. Jeder spricht über künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt jetzt zum Beispiel eine Technologie wie künstliche Intelligenz? Nicht für die Angreifer, die sind da meistens schneller, sozusagen diese Technologien anzunehmen und auch zu nutzen, um kriminelle Daten zu setzen. Wie geht es denn weiter mit künstlicher Intelligenz? Vielleicht, wenn man da sehr auf einer hohen Altitude künstliche Intelligenz kann, in dem Moment, wo eventuell Anomalien auftreten, diese schneller erkennen, da auch sagen, hey, hallo, da genau hinschauen auf diese Aktivitäten. Und wenn der Angriff schon passiert ist, kann KI eventuell auch schneller eingreifen und auch menschliche Fehler auch reduzieren, die dann einfach passieren durch diesen Procedure. Das sind so die Sachen, wo wir momentan einfach dann sehen, dass KI unterstützen kann. Das ist aber vielleicht nur ein Teil dieses Kuchens, da können noch andere Aspekte da mit tun. Wie sagt ihr das? Wolfgang? In Produkten, wo eine künstliche Intelligenz eine sehr, sehr große Rolle spielt, schon lange eigentlich, sind die ganzen Sicherheitsanalyse-Tools, wie sie alle heißen am Markt, in diversesten Ausprägungen unter unterschiedlichen Fahnen und Buzzwords und Marketingbegriffen. Jeder, der sich mit künstlicher Intelligenz in der Tiefe beschäftigt, weiß, künstliche Intelligenz erkennt nur Dinge, die ihr beigebracht wurden. Genau. Ja, also selbstlernende Systeme gibt es de facto nicht. Und das ist das Grundproblem der ganzen Security. Wir können nur sozusagen uns auf etwas vorbereiten, das wir schon mal gesehen haben.
im seltensten Fall auf etwas, was wir sozusagen antizipieren. Angreifer agieren aber stets anders. Immer mit neuen Methoden und Angriffsvektoren und Herangehensweisen. Also wir sind hier immer hinten nach. Ja, und dementsprechend ist auch das ganze Thema künstliche Intelligenz in Wahrheit immer hinten nach. Also ich würde mir nicht zu viel davon erwarten. Ja, unterstützend, ja, automatisierend ist vorher schon gefallen. Natürlich eine gute Unterstützung. Uns real vor etwas bewahren, unwahrscheinlich. Okay. Mhm. Wie sieht das fort? Also ich glaube, dass künstliche Intelligenz für uns in der IT-Security genauso nützlich ist wie ein LKW für ein Transportunternehmen. Mhm. Weil es uns als Transportunternehmen, ich kann 1000 Menschen anstellen, jeden drücke ich ein Packerl in die Hand und diese 1000 Menschen rennen quer durch Wien und verteilen die Packerl. Wird funktionieren. Immenser Aufwand. Mit zwei LKWs und zwei Personen schaffe ich das Gleiche. Und genau da kann uns, glaube ich, künstliche Intelligenz, Machine Learning, welche Ausprägung auch immer, helfen, dass wir mehr zustande bringen. Kein Mensch kann sich hinsetzen und kann am Tag 200.000 Logzeilen lesen und analysieren. Nach einer Stunde ist die Birne weich. Man erkennt die Zahlen und Buchstaben nicht mehr. Das ist genau das, was automatisierte Systeme hinbekommen können. Genau das ist das, was ja auch in den Produkten auch schon seit längerem drinnen ist. Wir verwenden auch Machine Learning, künstliche Intelligenz, wo auch immer jetzt die Grenze zu ziehen ist, schon seit Jahren auch, um Signaturen zu erstellen. Aber das sind genau Dinge, wo man sagt, okay, wir wissen, worauf wir schauen. Das ist eine Abnormität, auf die müssen wir reagieren. Und da kommt dann schon so ein bisschen, wo ich vielleicht einen Schritt weiter gehe als der Wolfgang, wo ich sage, wir haben schon die Möglichkeit zu erkennen, hier passiert etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Mhm. Die Systeme werden jetzt aber nicht sagen, das ist jetzt gut oder schlecht sofort, sondern werden mit Grauschattierungen kommen. Und dann brauchen wir den Menschen, der das tiefer analysiert. Mhm. Aber damit können wir wiederum die Anzahl an Menschen, die wir reinstecken müssen in die Arbeit, reduzieren, weil Fachkräftemangel posaunen wir alle seit Jahren in die Gegend. Und das ist unsere einzige Möglichkeit, wie wir schauen, dass wir hochqualifizierte Menschen hochqualifizierte Arbeit machen lassen und künstliche Intelligenz lassen wir die unter Anführungszeichen stupide Arbeit machen. Das Vorfiltern und die Menschen dahinter schauen sie es an. Also in jedem modernen Security Operation Center passiert genau das. Okay. Systeme filtern vor, Menschen qualifizieren dann das, was überbleibt. Ich habe da vollkommen recht. Wir haben vorher von dem Thema gesprochen, die Angriffe passieren ja immer anders. Und auch da Incident Response Plan, wo man sagt, okay, stopp, da passiert jetzt gerade etwas. Timeout, wir müssen uns das jetzt einmal anschauen. Da glaube ich auch, dass die KI oder Artificial Intelligence wirklich segmentieren kann, okay, das könnte jetzt in diese Richtung gehen und unterstützt die Experten und die Mitarbeiter, schneller da aus dieser Misere wieder rauszukommen. Also das ist schon etwas, wo wir glauben, da wird noch mehr kommen, also von der KI. Mhm. Bin ich voll bei dir. Perfekt, danke. Mhm. Ich sage es wie beim Begriff Cloud-Technologie, es ist nicht mehr die Frage, ob. Wir haben es schon und es wird auch schon genutzt. Und wie bei der Kernenergie, die kann ich für einen guten Zweck nutzen, kann es aber auch als Waffe benutzen und das wird auch schon gemacht. Also diese, wir haben es jetzt eh schon mehrfach umschrieben, die Begriffsdefinition, ob ich jetzt künstliche Intelligenz dazu sage, was gerade sehr populär ist, oder Machine Learning, es ist auf alle Fälle schon im Einsatz. Ich kann, auch wenn ich kein Programmierer bin, mir schon vereinfachte, jetzt sehr massenzugänglich durch ChatGPT als Beispiel, Code-Schnipsel, sage ich mal, zusammenfügen lassen. Und ohne, dass ich jetzt ein Studium für Programmiersprachen gemacht habe, kriege ich das schon hin, dass ich damit Schaden anrichte. Das heißt, wenn ich einen Profi habe, der sich dieser Dinge dann bedienen kann, dann kann der noch viel effizienter, viel schneller
und viel gefährlichere Angriffe damit starten. Und das wird uns in den nächsten Jahren begleiten. Wir werden sehen, wohin diese Reise geht mit dieser künstlichen Intelligenz. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch als positiven Aspekt verwenden. Und auch das wird schon seit Jahren gemacht. Eben, wie wir es gehört haben, für die Signaturen zum Beispiel beim Endpoint Protection, also beim klassischen Antivirenschutz am Computer vor Ort oder am Server. Aber auch diese Technologien, egal welche Hersteller, haben sich schon sehr gut verbessert und es sind viele neue Möglichkeiten und Technologien, die da zum Einsatz kommen. Sonst wären wir eh aufgeschmissen, wenn das nicht schon gemacht würde, muss man ganz ehrlich und offen sagen. Und auch da wird mehr geforscht und mehr Aufwand betrieben, damit auch hier diese neuen Technologien, diese neuen Funktionalitäten, dieses Machine Learning, dieses Abgrenzen, dieses Analysieren, dieses schneller Reagieren, dass diese Vorteile auch genutzt werden. Mhm. Weil eins muss man schon sagen, der Angriff kann schon kommen, aber er muss, wenn wir wieder beim Fußball sind, er muss ja da ins Tor reingehen, der Ball. Ganz genau. Und wir haben als Verteidiger schon einige Vorteile, dass wir sagen, okay, wir wissen nicht, woher der Angriff kommt, aber wir können mit unseren Werkzeugen schon sehr viel abgrenzen. Ja. Und das ist aber vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, dass man die Sicherheit nicht als Thema sieht, das habe ich jetzt, das ist ein Hackerl drunter, sondern es ist ein fortlaufender Prozess, okay, den man immer wieder verbessern und optimieren muss. Mhm. Und wie du es auch schon mal gesagt hast, wo sind meine Kronjuwelen? Ja, genau. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir schon bei Cloud sind und wie praktisch die Cloud ist durch unzählige Services, wie sieht es denn mit Security as a Service aus? Zu sagen, ein KMU, ich will mich gar nicht, ich habe das Personal nicht, ich will mich gar nicht mehr um Security, ich lagere alles aus. Ist das ein Trend? Ist das sinnvoll? Wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, das ist eine Notwendigkeit. Also okay, gerade im KMU-Bereich, um Security vollumfänglich vom Endpoint bis in die Cloud mit allem, was noch am Weg dazwischen ist, zu machen, weiß ich nicht. Mhm. 24x7 brauche ich 12 Leute. Mhm. So viel hat der KMU, um seine eigentliche Arbeit zu erfüllen. Und ich rede jetzt nur über Security. Okay, da ist vielleicht jetzt ein normaler Betrieb auch schon mit eingerechnet, aber das wird es ja nicht rechnen. Also da brauche ich die Herren hier rechts, die mir helfen als Unternehmen. Okay. Mario, ich glaube, schon passiert, dass man sich dazu dass man sich dem zugewendet hat. Security as a Service vermeintlich, wie ich es vorher gesagt habe, also gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Aspekte, die da zu beleuchten sind, aber in dem vermeintlichen Gedanken, ich habe Security, wenn ich in die Cloud gehe, kann das natürlich schon zur Katastrophe führen. Wenn ich nicht speziell jetzt das Augenmerk auf Security beim Weg in die Cloud lege. Und viele, aus eigener Erfahrung, viele glauben, wenn sie das Thema in die Cloud verlagert haben, dann betrifft sie das nicht mehr. Ist aber nicht. Aber trotzdem muss ich ja mich am Computer vor Ort anmelden. Trotzdem gibt es ein System, das mit dem Internet verbunden ist. Und trotzdem kann ich nicht sagen, das Thema Security betrifft mich nicht mehr. Und das ist wieder Bewusstsein. Und da sehe ich natürlich die Medien, aber auch die Experten aus der IT gefordert, dass man dieses immer wieder predigt, dass die Endanwender, die Entscheider, die Unternehmer dann wirklich die richtige Entscheidung treffen können. Weil sonst wähnen sie sich in einer falschen Sicherheit. Ja. Mhm. Frederik, du wolltest. Ja, also wir bieten das jetzt nicht an, dass wir Sicherheit als Service geben. Aber ja, ich glaube auch, die KMUs sollten da durchaus mit Externen das auch machen. Aber was wir als Cluster anbieten, ist ein KMU Security Quick Check. Und das sind einfach dann Fragen, Premiums und auch in der Cloud mittlerweile schon Fragen, wo es wirklich darum geht, Fragen zu beantworten, wie ist mein Unternehmen da aufgestellt, um auch wirklich dann Beratungen und Empfehlungen zu bekommen. Das ist etwas, was wir schon auch gemacht haben, wo wir wirklich mit unseren IT-Experten, Sicherheitsexperten in meinem Beirat gearbeitet haben, dass dieser Fragekatalog einfach dann zustande gekommen ist. Und ja, wenn wir uns jetzt aber die Analysen anschauen, das sind nicht wenige Fragen.
Da gibt man natürlich, man muss sich die Zeit nehmen, aber die Zeit muss man sich sowieso nehmen für die richtige IT-Sicherheit. Und wenn man aber dann eine Empfehlung hat, damit diese Empfehlung zu sagen, okay, das kann ich eh nicht selber machen, ich brauche das eh mit Externen, dann wäre der nächste Schritt an und für sich, das zu tun. Aber wir als IT-Cluster bieten da wirklich den Quack-Check an und wir haben uns die Analysen einfach angeschaut. Ja, es sind schon einige Firmen, die das gemacht haben, aber man muss sich wirklich die Zeit nehmen dafür. Und ich glaube, wir haben vorher vom Faktor Zeit gesprochen, einmal zu wissen, was bedeutet für mich IT-Security, ist genauso viel, was für eine Customer Relation Management Tool brauche ich auch in Unternehmen. Was muss ich von meinen Kunden wissen? Genauso muss ich aber wissen, was muss ich für meine IT-Security machen im Unternehmen. Und diese Philosophie, da sind wir oft sehr offensiv, gehen wir in die andere Richtung, aber in die andere Sache, dann müssen wir uns auch die Zeit nehmen. Und das ist, glaube ich, die Message, die ich heute abgeben möchte. Im Umkehrschluss kann man sagen, dass viele Unternehmen über ihre Kunden mehr wissen als über das eigene Unternehmen. Maybe. Und genau dieses, das sollte man eigentlich auflösen. Genau. Ja. Was IT-Cluster Oberösterreich sozusagen für ihre Mitglieder auch tun kann, Antares, Icosol, wohin geht da die Reise? Was sind die Empfehlungen jetzt auch für die Kunden und potenziellen Kunden? Ja, Security as a Service ist ein riesen wachsender Markt aktuell. Anbieter von SOCs oder CDCs ja, werden mehr und vor allem wachsen in sich ganz rasant. Hauptsächlich kostengetrieben. Es ist nicht nur der personelle Faktor, der immense Kosten verursacht, auch das Toolset, um das ordentlich machen zu können, ist sehr, sehr, sehr teuer. Das muss man zentralisieren. Und der zweite Aspekt ist einfach das Know-how, das Gesammelte. Ja. Umso mehr Daten ich bekomme von unterschiedlichen Kunden, umso bessere zielgerichtete Aussagen kann ich treffen, umso schneller kann ich reagieren, weil meine Tools entsprechend besser werden, aber natürlich auch die Analysten entsprechend mehr Inputs haben und einfach abwägen können. Ja, das große Thema bei allen diesen Security-Themen ist ja die große Furcht von den False Positives, ja, Fehlalarmen, die im schlimmsten Fall seinen Geschäftsführer aufwecken am Wochenende, mitten in der Nacht. Und dann war eh nichts. Ja. Das will man natürlich tun, nichts vermeiden. Schlägt sich auch auf Kosten nieder. Umso bessere Datenlage, umso breitere Datenlage, umso geringer diese Fehlalarme. Wir kommen zur Schlussrunde. Wie gesagt, vielleicht kann man noch ein bisschen so Empfehlungen auf Basis der Erfahrung, die man gewonnen hat, und das ist teilweise 15 Jahre zum Beispiel Fortinet, nicht das Unternehmen, also 15 Jahre. Das heißt, in einem sehr komplexen Umfeld, wo sich Bedrohungen ständig ändern, immer mehr werden, wo die Komplexität eben steigt, verlangen und wünschen viele Unternehmen ein bisschen einen Kompass, in welche Richtung sie sich bewegen sollen. Die ersten Schritte haben, glaube ich, sehr gut auch beschrieben, Passwortmanagement und so weiter. Es gibt sehr viele Dinge, die man schon am Anfang machen kann, aber wohin geht die Reise? Geht die Reise zu sagen, unser Ziel ist 100%, die vermeintlichen 100% Sicherheit, wir werden nie angegriffen, ich glaube, das ist illusorisch, irgendwann wird man angegriffen, das ist nur die Frage, wann. Mhm. Aber in welche Richtung soll man sich bewegen? Und wie unterstützt denn das eigene Unternehmen oder die Organisation bei diesem Weg zu einem Ziel, das auch vielleicht auch nie erreicht wird, weil es doch sicher ein permanenter Prozess ist und es gar kein Ziel gibt? Also was mir aufgefallen ist heute, wir haben uns schon sehr, sehr stark auch auf die Herausforderungen, eigentlich Probleme, fokussiert. Und also zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Wir kommen um die Cloud nicht herum. Wir müssen das Beste draus machen. Und ich glaube, das ist es auch, dass man die Projekte angeht, dass man sich überlegt, was will ich denn wirklich rausholen, und dass man im Projekt jemanden, der die Security im Auge hat, oder nein, nicht nur im Auge hat, sondern dem die Security am Herzen liegt, von Anfang an mit dabei hat und nicht erst am Schluss reinholen und sagt, das sind doch eh nur drei Hackel, die setze ich und dann bin ich sicher. Auf das läuft es nicht hinaus. Und Security ist nichts, was man erreichen wird. Security ist ein Prozess. Wir kennen immer diese lustigen Kreise dargestellt. Kaum bin ich fertig, fange ich von vorne an.
auf das wird es rauslaufen. Wie die Produkte in 5 Jahren heißen werden und was sie machen werden, ja, könnte man jetzt Mutmaßungen anstellen. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was jetzt da ist, was jetzt verfügbar ist. Wenn wir warten auf Produkte und Möglichkeiten, die in 5 Jahren kommen, dann werden wir in 5 Jahren sitzen und werden sagen, was kommt wiederum in 5 Jahren, weil dann kommt noch was Besseres. Wir müssen aber heute, ich bleibe bei meinem Tischler, unsere Bänke und Stühle und Kästen produzieren, weil wenn wir erst in 5 Jahren damit anfangen, dann haben wir 5 Jahre nichts getan und haben eigentlich gar kein Unternehmen mehr. Also die Projekte angehen, Security berücksichtigen. Ich hätte eine Herstellerempfehlung, weiß aber, es gibt auch andere. Aber nicht auf die Security in den Projekten vergessen, aber die Projekte angehen. Mhm. Markus, vielen Dank. MIT Security, wie lautet die Message? Ja, wie ich es vorher schon erwähnt habe, wir haben uns spezialisiert auf klein- und mittelständische Unternehmen. Mhm. Wir haben dafür eine standardisierte Lösung, weil es ist aber gefährlich, dieses Wort. Ja. Aber wie ich es vorher schon gesagt habe, das Pareto-Prinzip, damit ich mal mit minimalem Aufwand möglichst einen großen Schutz bieten kann vor Angriffen, das haben wir perfektioniert, das kann man flächendeckend einsetzen. Unsere Mission ist auch, 1000 KMUs hier sicherer zu machen in Österreich. An dem arbeiten wir jeden Tag. Wie die Produkte in Zukunft aussehen werden, ja, das wird sich ständig verändern. Es wird bestimmt nicht einfacher werden. Jetzt gerade mit den erwähnten Entwicklungen wird es eine große Herausforderung sein. Und vor allem, weil sich ja immer mehr in die Cloud bewegen wird. Das ist unaufhaltsam. Es werden auch die Anforderungen an die Hersteller oder an die Anbieter größere werden. Ich hoffe, dass die Medien hier noch den Finger ein bisschen in die Wunde legen und den Punkten genauer auf den Grund gehen, damit man hier diese Aufarbeitung praktiziert, wie es bei Vorfällen halt meistens nicht so gut gemacht wird. Das wäre ganz wichtig, damit man auch die Reputation für die Cloud-Dienstleistungen wiederherstellen kann. Okay. Aber egal, wie es aussehen wird in den nächsten Monaten und Jahren, holt euch einen Experten rein, zum Beispiel aus der Fachgruppe UBIT, wo wirklich die IT-Techniker drinnen sind von der Wirtschaftskammer, holt euch einen Experten von Herstellern, von Hardware-Sicherheit, von Software-Sicherheit, praktiziert die einfachen Dinge, wie wir es erwähnt haben. Und ich glaube, das wäre mal so eine Initialzündung, Förderungen auch gleich mitnehmen, damit das finanziell jetzt nicht ein großer Aufwand ist für das Unternehmen. Das wäre so der Baustein, der erste Baustein für das Projekt Sicherheit für die nächsten Jahre. Super. Mhm. Fredrik, seit 2 Jahren verantwortest du IT-Cluster Oberösterreich. Genau. Wie geht es da weiter? Bevor wir noch auf die Frage vom IT-Cluster, wie geht es weiter, noch eingehen, vielleicht noch einmal der Punkt, was kommt da in die Zukunft? Wir haben da 3 Faktoren, die man jetzt einfach noch schnell notiert hat. Das eine ist die Demografie, wir haben weniger Menschen. Wir müssen echt schauen, dass wir da auch die Fachkräfte super ausbilden. Und wenn man schon als KMU das nicht schafft, dass man selber hebelt, dann muss man auch die guten Partner einfach dann suchen. Mhm. Bin ich voll dabei. Hartlex und UBIT, da sind viele Unternehmen gelistet, mit denen man einfach dann zusammenarbeiten kann. Und ich sehe das so wie in einer Meisterschaft. Ein Formel 1 Auto tust du auch nicht für 2025 heute schon entwickeln. Du musst jetzt fahren und das Auto muss jetzt funktionieren. Und man bereitet sich im letzten Drittel der Saison fürs nächste Auto wieder vor. Also ich bin eher in der Gegenwart und schaue, dass wir das richtig gut machen. Und dann, wenn ich vielleicht nur einen Schuss abgehen kann in die Zukunft, müssen wir auf die Technologien schauen. Ich glaube, ich habe vorher schon einmal gesagt, Quantencomputing, da sind wir echt am Anfang noch. Aber das wird die Codierungen aushebeln von der Geschwindigkeit, sodass Angriffe auch da schneller und wahrscheinlicher werden. So auch die positiven Seiten von Quantencomputing hat es auch natürlich negative Sachen. Aber da reden wir von Technologien. Vom IT-Cluster, wir werden immer am Puls der Zeit bleiben. Wir werden unsere Unternehmen, die Industrie fragen, was sind auch momentan die Gegenwartsthemen. Und da immer schauen, dass wir Gegenwartsexperten einfach bringen und dann immer wieder eine Art Themen der Zukunft bringen, wie zum Beispiel das ja mit dem Quantencomputing. Aha. Super, vielen Dank. Wolfgang Antares, Icosol. Ich muss da ein bisschen bei Markus anknüpfen. Wir haben heute die Cloud wirklich ein bisschen schlecht geredet, aber das bringt so Security mit sich leider in dem Zusammenhang.
Ich denke auch, die Cloud bietet wunderbare Möglichkeiten, Funktionalitäten, Services. Ja, das soll man nutzen. Die haben ganz klare Vorteile. Man soll sie aber auch nicht blindlings nutzen. Und hier sehe ich halt ein bisschen auch die Verantwortung der Kunden, der Unternehmen, die solche Services nutzen, auch entsprechend Druck aufzubauen, sich nicht alles gefallen zu lassen gegenüber den Anbietern, ja. Gewisse Dinge einzufordern, die einfach selbstverständlich sein sollten, wie zum Beispiel, dass ich in einem Incident-Response-Fall eine Telefonnummer habe, ja, und hier wirklich Teams habe, die hier mitwirken und nicht einfach ein Support-Ticket aufmachen kann, das dann ohnehin tagelang nicht beantwortet wird. Ja, hier stoßen wir an Grenzen, die wir irgendwie momentan noch ein bisschen als naturgegeben betrachten. Die sind aber nicht naturgegeben. Ja. Hier haben wir als Konsumenten, als Kunden, als Unternehmen eine gewisse Marktmacht, die sollten wir auch nutzen. Ja, hier muss man sich vielleicht zusammentun gegenüber den sich immer mehr monopolisierten Anbietern. Und da kommen wir auch zu einem Thema Monopole, Monokulturen an Cloud-Services. Ja. Die Big Three sind vorher schon gefallen. Ja. Hier ist unter Umständen auch die Politik ein wenig gefordert, solche Monopole einzuschränken, zu verhindern, wieder aufzuspalten, ja, wie es auch in anderen Branchen, in anderen Dingen in der Vergangenheit ja schon passiert ist. Und damit die Marktfähigkeit sicherzustellen. Ja. Und Wettbewerb ist immer etwas Positives, was Qualität und schlussendlich auch Sicherheit betrifft, aus meiner Sicht. Wunderbar, vielen Dank. Ein wunderbarer Schlusssatz. Vielen Dank, dass Sie heute teilgenommen haben. Es war eine sehr spannende, interessante Diskussion. Danke, dass wir heute hier sind, bei Fortinet, dass Sie hier sein durften. Und an Sie, ich hoffe, es waren viele spannende Aspekte für Sie dabei. In eigener Sache die Zusammenfassung, redaktionelle Zusammenfassung finden Sie in der kommenden Ausgabe der IT-Welt. Auch vielen Dank an die Technik, an Roland Kiesling. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen.